Hallo, ich grüße euch, hier ist wieder Janosch. Ja, hier sind wir in Huttonville. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, wo ist Huttonville? Ja, das ist etwa 35 Kilometer südlich von Verdun, also in Lothringen in Frankreich. Wir sind hier in diesem Schloss übernachtet. Ja, es ist ein bisschen Disneyland. Das ist nämlich ein Gebiet, wo im Ersten Weltkrieg die schlimmsten Kämpfe stattgefunden haben. Und auch von diesem Schloss, der eigentlich bis zu 1000 Jahre zurückgeht, kein Stein auf Stein geblieben ist. Und so hat dann in den 20er Jahren eine reiche Amerikanerin hier ihren Traum von Romantik und Disneyland verwirklicht. Und das ist halt eben dieses heutige Schloss. Ja, ich wollte jetzt hier mal etwa so 30 Kilometer eine Runde fahren und so alte Städte von diesen Grauen im Ersten Weltkrieg aufsuchen. Das Wetter ist, wie ihr seht, ziemlich durchwachsen. Jetzt ist Nachmittag, Vormittag hat es geschüttet. Mal sehen, wie es wird. Ich fahre jetzt los. Wenn ihr Lust habt, kommt bitte mit. Ja, also erstmal verlassen wir diesen Dorf. Hier ist ein Rest von einem alten gotischen Kreuzgang. Es ist ein recht malerisches kleines Städtchen. Hier das Rathaus in neoromanischem Stil erbaut. Hier ist der Hauptplatz mit einem Brunnen. Und hier die obligatorische Heldendenkmal, was in keinem französischen Dorf fehlt und natürlich hier in diesem Gebiet ganz besondere Bedeutung hat. Es ist ein wunderschönes, friedliches Land und deswegen schwer vorzustellen, dass hier der größte Metzelei der Geschichte stattgefunden hat. Hier links und vor uns, diese Hügel, die waren praktisch die begehrte Ziele, weil von oben konnte man diese flache Gelände überblicken. Ja, hier ist es schon, der erste Soldatenfriedhof Saint-Maurice. Deutscher Soldatenfriedhof. Schauen wir, ob ich reinkomme. Ja. Ja, hier steht, auf diesem Friedhof ruhen 1789 deutsche Soldaten. Das müsst ihr vorstellen, da sind 1789 Mütter, Väter, Frauen, Geliebte, Geschwister, Söhne und Töchter, die diesen geliebten Mensch nicht mehr gesehen haben. Tatsächlich sind noch die Namen. Hugo Georgi, Gefreite. Richard Ragelski, Musketier. Heinrich Starus, Musketier. Paul Herbig, Musketier.
Oh Gott. Alle im August 15. Ja. September 15. Steht nicht, wo die geboren und wann die geboren sind. Aber man muss schon bedenken, das sind alle meistens junge Menschen gewesen, die ihr Leben noch gar nicht begonnen haben. Und jetzt schaut euch mal das an. Jetzt liegen die hier und sonst wo begraben. Grausig ist das. Wenn ich das sehe, schäme ich mich richtig, so lange zu leben. So, aber jetzt will ich weiter. Ja, wie ihr seht, es hat inzwischen angefangen zu tröppeln. Ich überlege, Regenklamotten anzuziehen. Und da es immer mehr regnet, tue ich das dann auch. Und jetzt fahre ich hier zu diesem Hügel, weil, wie gesagt, da sind die schwersten Kämpfe praktisch um diese unscheinbare Hügel stattgefunden. Hier sieht man, wie man das untere Terrain hier von oben überblicken kann. So, hier gibt's irgendetwas, was so wie ein Bunker aussieht. Eingang Nummer 3, so ein Tunnel, nach dem Krieg Kronprinzenunterstand genannt, Kommandostand des Gefechtsabschnitts. Na toll. Schande. Die haben sich unter die Erde verkrochen wie die Ratten. Naja. Okay. Es geht weiter.
Ja, inzwischen ist das auch sehr windig geworden. Also ich muss hier aufpassen, dass ich nicht von der Straße gefegt werde. Hier ist auch ein Denkmal, ich schaue mal, was da steht. Ja, also hier wurde im 1944 von den deutschen Barbaren drei Jugendliche ermordet. Die waren 21, 17 und die jüngste 15 Jahre alt. Hier rechts diese Hügel, den will ich besuchen, weil hier haben damals 1915 mit der schwersten Kämpfe um diese Hügel hier stattgefunden. Hier ist ein großer französischer Friedhof. Auf der Kreuze steht die Name und gestorben für Frankreich. Ich weiß nicht, das ist sehr ehrenwert, aber für irgendetwas sterben geht nicht. Sterben ist immer ein Verlust. Leben für irgendetwas, ja, kämpfen für irgendetwas, aber sterben für irgendetwas. Weiß ich nicht. So, es geht jetzt höher auf diese Hügel. Wie ihr seht, inzwischen regnet es schon ganz schön. Da müsst ihr vorstellen, jetzt, 109 Jahre später, ist diese ganze Gegend hier, dieser Wald, ist noch immer überall, wo man sieht, voll mit Gräber, Schützengräber und Bombentrichter. Die ganze Landschaft ist wie umgepflügt. Nur um diese Hügel zu erobern, sind hier in zwei Monaten 20.000 Menschen gestorben. Es ist Wahnsinn. Da ist ein Denkmal, aber ich bin einfach zu alt dazu, da hochzuklettern. Nur wollte ich euch mal zeigen, auch hier links und rechts, die Landschaft ist völlig umgepflügt. Da. Schaut euch mal das an. Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Aber ich glaube, jetzt habe ich davon genug. Und jetzt möchte ich möglichst schnell wieder nach Hause. Das heißt nicht nach Hause, sondern nach Shuttle. Sondern zum Hotel. Okay. Ach, liebe Leute, wie gut wir das gehabt haben. Hier im nächsten Dörflein ist auch noch ein Soldatenfriedhof. So, und jetzt geht es wieder zurück. Jetzt habe ich genug. Also, bald geschafft. Schön. Also, ich bin zurück. Höchste Zeit. Es ist nass, kalt, ungemütlich. Passend zu der heutigen Thema. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war es. Ich möchte mich jetzt verabschieden. Pass auf euch auf. Ciao, ciao.